So, ich bin jetzt ziemlich gespannt. Haben die sie hierher gebracht? Ich bin mir ziemlich sicher, was hätte ich sonst mit ihnen angestellt? Wir haben sie nicht zur Gunischen Mission gebracht. Willkommen, du Biest. Wobei hier Sprich. aber so unglaublich viele Sklavenfesseln sind. Allein hier sind drei oder vier. Ja, ungeschickter Gast, alles meine Haben wir sie Schuld. befreit? Ich glaube, wir haben sie befreit. Ich schaue jetzt mal eben. Und ich muss ganz, ganz schnell den Ton ausmachen. Studio. Video Manager. So, ich suche jetzt nach Morbin Sklave. Ja, Sklave. Danach suche ich jetzt mal. Mal sehen. Nein, nein. Ein geplanter Anschlag, hä? Im Auftrag der Zwillingsfackel? Nein, das war's noch nicht. Hab ich bei S auch nicht? Nein. Was ist das? Zebra? Ah, das hier könnte es sein. Ah, unsere Sklaven 827 und 828 heißt ein Freier. Das ist schon über 200 Folgen hier. Ja, ich weiß, dass es Abspanne für Videos gibt. Wir haben den Sklaven die Freiheit geschenkt. Okay. Die beste Wahl an sich, die wir hätten machen können? Den Sklaven die Freiheit schenken? Ich Mögest wäre du auf nur gerne warnen noch einen Sand Schritt weiter wandeln. gegangen und hätte ihnen auch ein Zuhause geboten. Aber naja! Das war's dann. Dann nehmen wir jetzt erst Rückkehr und dann haben sie Intention und schauen wir mal, ob wir in Alderun etwas finden, ein paar Frauen finden. So, ja, wo soll ich jetzt Frauen finden? Ja gut, ich habe keine Ahnung, wo es die Frauen geben sollte. Breiner, das bist du, okay. Galtrogas Haus. Wir könnten in der Taverne gehen. Aber jetzt gehe ich jetzt die Häuser durch. Das ist aufgeschlossen, also ist sie da nicht. Ilmiril. Ja, du bist ein Typ, aber egal. Okay, mit Männern kann ich offenbar nicht darüber reden. Eldoranische Wache. Dravasa, das ist, glaube ich, ein Typ. So, wie sieht's hier aus? Gildan. Du bist eine Frau. So.
Ach, Mist. Meine. Eine für die Klingen. Ich glaube, ich brauche Dunmerfrauen. Kann das sein? Aufgeschlossen, also ist da keiner. Aufgeschlossen ist keiner. Da ist eine Frau! Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. So, brauchen Frauen. Versucht es doch einmal bei Fatusa Gireti in der Taverne als Gar. Danke! Als Gar war, glaube ich, die hier, oder? Ja. Fatusa. Nein, jetzt hängt es wieder. Ich frag dich trotzdem. Brauchen Frauen. Fatusa Gireti. Okay. Nein. Beeindruckend. Eure Kleidung ist da. Nein. Nein, keiner da. Da! So, brauchen Frauen. Wartet. Wenn ich euch recht verstehe, so meint ihr, dass dieses Haus Indaris ein Dutzend unverheirateter Männer habe. Und nur ein paar Frauen? Und ich soll dorthin ziehen, um einen Ehemann zu suchen, nicht wahr? Das ist richtig. Gut, einverstanden. Lasst mich nur ein paar Dinge hier in der Stadt erledigen, bevor ich Haus Indaris einen Besuch abstatte. Super! Ich muss hier in der Stadt einiges erledigen, werde aber Haus Indaris sobald wie möglich einen Besuch abstatten. Eure Aufmerksamkeit. Super! Wir fragen jetzt alle Frauen. Um so viele wie möglich zu holen. Die waren, habe ich gar nicht nachgesehen, ob es Frauen sind, aber ich habe nur auf die Namen geachtet, aber es sind keine. So, sagst du jetzt etwas anderes? Nein. Okay. Bist du ein Typ? Bleib mal stehen. Es ist mir wirklich ja. Eine Ehre. Ja, die wollte ja auch nicht. Da ist jemand. Aschestatue. Offenbar haben wir diese Person, die hier lebte, getötet. Na gut. So viele Häuser, die eigentlich uns gehören, einfach nur, weil wir die Besitzer getötet haben. Ah, da scheint keiner mehr zu sein. Jenas. Ist keiner. Hier ist der Töpfertyp. Wie wäre es mal hier? Bei dieser. Bei der Ratstaverne. Der ist auch geil drauf. Du bist ein Typ, oder? Ich glaube schon. Und mal. Habt ihr Arini Oreti gefragt? Viele haben sie gefragt, aber sie hat alle abgelehnt. Arini Oreti? Wer ist das? Plötzlich können wir das bei fast allen sagen. Nein, ich grüße meinen Freund. Die sagen verschiedene Sachen. Ah, okay. Egal, wir fragen alle Frauen hier in Aldrun. Okay, aber hier nicht. So, das war's dann hier. Da, da, da. Du, dich haben wir, glaube ich, schon mal gefragt, oder? Ja. Die Ratte und der Topf. Ich weiß nicht, wo ich bin. Willst du vielleicht mitkommen? Nein, geht nicht. Schade. Da liegt immer noch die Leiche.
So, hier sind jetzt ein paar, die wir holen können. Hoffe ich. Hört ihr nicht? Ich spüre, dass ich mich euch ohne Angst offenbaren kann. Das ist aber schön. Also hier offenbart nicht. Dann sehen wir mal in die Kriegergilde. Nein. Das ist Perseus Mercius. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Da ist Ergnir. Ich grüße euch, Freunde. Nicht eine Frau hier drin. Aber dafür eine Magiergilde umso mehr. Gehen wir mal zur Magiergilde. So, die ist hier drin. Hier mit die erst. Das ist ein Typ. Aber mit dem können wir auch nicht drüber reden. So, bei dir? Nein. Ich muss sagen, ich finde euch recht interessant. Hier ist niemand. Nein. Ja gut, mit dir, dich möchte ich gar nicht mitnehmen. Das ist gut so, dass du hier bist. Movies, Morgton, okay. Und du brauchen Frauen. Nein. Ich würde gerne mit euch reden. Es wäre mir geradezu ein Vergnügen. Als könnte ich nur mit Dunmen darüber reden. Und auch nicht mit jedem. Tja. Die möchte nicht mit. Okay. Das war's dann in der Magiergilde. Leider auch kein Erfolg. Ah, welch erfrischende Gesellschaft. So, hier glaube ich nicht, dass wir welche finden. Versuchen wir es bei den Frauen, die hier sind. Das hier ist, glaube ich, ein Typ, oder? Ja. Und das hier? Arini Oreti. So, diese links ist eine Frau, das weiß ich, aber ich jetzt erstmal hier weiter. Willkommen. Ich mache Ort. Du bist ein Typ. Ja, du vielleicht. Ist hier unten noch jemand? Nein. So, und da ist zugesperrt, weil du hier bist. Ist du? Ah, hier. Ich muss zugeben, dass euer Angebot interessant klingt, aber leider nicht interessant genug. Gut, da kann ich ja genauso gut im Haus Indares herumsuchen. Echte Männer gibt's hier sicher nicht. Ich habe Fatusa Gereti davon überzeugt, in meine Festung zu ziehen. Ich habe Arini Oreti davon überzeugt, in meine Festung zu ziehen. Super, zwei Frauen haben wir. Und jetzt fragen wir noch hier herum. Hier gibt's sicher auch ein paar Frauen. Bitte, fahrt fort. Ich höre euch zu. Haben wir aber schon alle. Welch unerwartete Überraschung. Sprechen.
Sind das nur diese beiden? Wie oft haben wir jetzt Aldrun eigentlich schon durchsucht? Ich glaube, wir sind hier jetzt schon so oft durch ganz Aldrun gegangen, auf der Suche nach irgendwas, dass wir die ganze Stadt schon 4-5 Mal durch haben. Nun, ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Teilt eure Gedanken mit mir. Ach nein, danke. Nun, ich scheine in angenehmer... Du wiederholst dich. Beeindruckend. Eure Kleidung steht euch gut. Mit ihr können wir gar nicht darüber reden. Ihr bringt mir Glück. Dann gehen wir nach oben. Gehen wir mal in die Fürstenhäuser. Welch wunderbar. Fangen wir hier rechts an. Haus Venim. Bitte gesellt euch zu. Oder. Wisst ihr was? Vielleicht reicht das auch. Ich möchte hier nicht die Fürstenhäuser unbedingt die Frauen stehlen. Wir versuchen es mal mit Rückkehr. Notfalls sind wir ja sofort wieder mit. Oh. Wir können in der Morakton schlafen. Notfalls sind wir ja sofort wieder da. 6 Mana, das sollte für eine ein Gegengift reichen. Eventuell können wir hier doch nicht schlafen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe schon viel von euch gehört. Es ist ein Segen für mich, euch dienen zu dürfen. Ich sage auch immer nur diese beiden Frauen. Mehr nicht. Wir sind in guter Gesellschaft. Wir könnten... In der Ratstaverne hier schlafen. Oh, oder vielleicht weißt du ja. Nein. So. Brauchen Frau? Nein, geht nicht. Hier bringt. Schade. Na gut. Okay, wo ist diese Taverne? Borweinquartiere. Was ist das hier? Ratsherberge. So, bis geheilt. Wunderbar. So, und jetzt zurück nach Haus Indaris ist es, glaube ich, oder? Indaris, genau. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Welch unerwartete Überraschung. So, ihr habt Frauen gefunden, die hier in Haus Inneres leben möchten. Ich werde den anderen Bescheid geben. Dreifach gesegnet seiet ihr. Es ist mir eine Ehre. Hetman Guls drückte seine Zufriedenheit darüber aus, dass die Männer um meine Festung Gemahlinnen finden würden. Ich sollte mit Galsa Gindu wieder über die Bauarbeiten sprechen.